Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist 5.45 Uhr, bin gerade aufgewacht und gehe mir jetzt die Zähne putzen und dann ist auch das Taxi schon da. Jetzt ist auch schon 6 Uhr morgens und er macht mir gerade noch fett Frühstück. Mega nice. Sogar um 6 Uhr. Und jetzt kommt gleich unser Taxi und dann geht's auch schon los. Ich teile mir nämlich mit einem Polen-Taxi. Unser Taxi ist da und ich habe genau 2 Stunden geschlafen. Ich bin so müde. Erstmal ein Busticket holen und klappt alles wieder perfekt. Mega gut. Ja, ich sitze jetzt auch schon im Bus und jetzt heißt es 7 Stunden Busfahrt und dann werde ich auch schon abgeholt. Ja, und jetzt versuche ich erstmal noch ein bisschen zu schlafen, dass ich auch nachher fit bin. Nach 7 Stunden Busfahrt bin ich auch endlich mal angekommen in so einem kleinen Dorf. Und jetzt muss ich noch eine Stunde warten, bis ich abgeholt werde, oder eine halbe Stunde. Ja, und dann geht's auch schon los. Ich bin mega aufgeregt. Wir wurden jetzt gerade abgeholt und fahren jetzt auch schon zu unserer Lodge. Und ja, jetzt heißt es dann kein Internet mehr und gar nichts mehr. Und ich glaube, es wird echt richtig cool. Und ich erkläre euch dann gleich, wenn ich dort bin, was denn genau auf dem Programm steht. Ich bin jetzt angekommen und wir sind hier an einem Fluss, auf dem wir Bootstouren machen werden, und zwar genau 4 Stück. Und ich bin hier in so einem kleinen Resort. Es ist mega schön und wir haben Nachtwanderungen, Tagwanderungen. Wir können wilde Orang-Utans sehen, höchstwahrscheinlich, ist nicht ganz sicher, aber wir können auf jeden Fall einen Haufen verschiedenes Sachen sehen. Ja, und da bin ich jetzt 3 Tage kein Internet, kein gar nichts. Ich glaube, es wird richtig gut und wir fahren dann hier 2 Stunden hoch, hier 2 Stunden runter. Und da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Ich bin mega gespannt, wie das wird. Und es geht auch jetzt dann schon gleich los. Ich laufe jetzt gerade zu meiner Unterkunft. Sie bringt mich gerade hier hin. Und hier sieht es auf jeden Fall mal richtig schön aus. Und wir sind hier mitten im Dschungel. Hier ist ja nichts. Und wir sind auch richtig weit weg von allem anderen. Das ist mega cool. Aber jetzt bin ich mal auf meine Unterkunft gespannt. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz meine Unterkunft. Das ist einfach sowas von schön. Also die haben hier immer so kleine Bungalows überall. Und ich bin hier in so einem etwas größeren, weil ich in einem Dormzimmer bin. Ich zeige euch mal das Dormzimmer. Da sind genau 6 Betten drin. Und das hier ist mein Bett. Hier schläft aber natürlich niemand anderes außer ich. Also ich habe das ganze Zimmer für mich alleine. Ist richtig schön und die Matratzen sind richtig schön weich. Federkernmatratzen, richtig cool. Und ich zeige euch auch mal die Dusche. Die Dusche ist nämlich auch wieder richtig schön. Und das ist hier alles aus Holz gemacht. Man sieht einfach richtig cool aus. Hier ist das Klo und wieder ein geiler Duschkopf. Mega, mega nice. Ich laufe jetzt gerade schon wieder zurück zur Bar und schaue euch das mal an, wie cool das hier einfach alles gemacht ist. Und da hinten ist auch das Restaurant. Ich habe gefragt, ob ich gerade noch irgendwie was zu essen kriegen kann, weil ich habe nämlich heute kein Mittagessen gehabt. Ich sitze jetzt hier direkt vor dem Fluss und trinke gerade noch einen schönen Tee. Und die haben mir jetzt echt noch was zu essen besorgt. Richtig cool, es kommt gleich gebratene Nudeln. Ja, und dann geht es auch schon los aufs Boot und wir machen unseren ersten River Cruise. Und dann bin ich gespannt, was wir zu Gesicht bekommen werden. Man kann hier sogar noch ein Stockwerk hochlaufen und das ist das Restaurant von oben. Und mir gefällt es hier echt richtig gut. Ich bin mega begeistert. Jetzt habe ich gerade mein Essen bekommen. Richtig cool. Ich mache hier gerade noch fett eine Timelapse und jetzt geht es dann auch schon gleich los auf die Bootstour. Es geht los, wir gehen gerade zum Boot und da unten ist es auch schon.
Wir haben Orang-Utans gefunden, yes. Die sind da oben im Baum. Ja, ich habe ein paar Bilder gemacht. Maulbaum. Yes. Ja, schon krass, hey. Wir haben gleich in der ersten halben Stunde Orang-Utans gefunden. Mega nice. Aber die Bilder sind scheiße geworden. Sind wir auch schon wieder zurück und gehen jetzt ins Restaurant. Erstmal Abendessen. Wir haben richtig lecker gegessen und jetzt hole ich gerade meine Sachen. Wir gehen nämlich jetzt auf die Nachtwanderung. Ich brauche noch eine Taschenlampe und noch ein paar anderen Kram. You need look everywhere. Yeah? And sometimes they go snack around here in the night time. Very hard you see because the color similar like leaves, the green color. Jetzt geht's auch schon los und man sieht eigentlich eh nichts und wir sollen auch nicht reden. Deswegen sieht man sich später wieder. Gebt euch mal die Geräusche hier. Und hier wurde dann auf einmal alles abgeholzt für Palmölplantagen. Hier drüben ist noch Wald und hier ist einfach gar nichts. Wir sind schon zurück, haben leider nicht so viele coole Sachen gesehen. Nur ein paar schlafende Vögel und ein paar Insekten. Aber ich zeige euch mal ein paar Bilder, war trotzdem ganz cool. Bin ich auch schon wieder in meinem Zimmer und ich habe schon wieder extrem alles ausgepackt und alles liegt auf dem Bett rum. Ich habe mir heute mal ein richtig heißes Chick eingeladen zu mir ins Zimmer. Läuft bei mir. Ich war jetzt gerade duschen, ja, und der Tag heute, der war einfach mega krass, was wir alles gesehen haben. Und in den ersten 30 Minuten haben wir schon wilde Orang-Utans gesehen. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass wir die so schnell finden. Die Bilder sind zwar nicht so gut geworden, aber man sieht es ein kleines bisschen. Ja, und vielleicht sehe ich sie morgen nochmal besser, weil morgen muss ich nämlich auch schon wieder um 5.30 Uhr raus. Dann gehen wir nämlich direkt morgens auf die nächste Bootsfahrt und das wird bestimmt auch richtig gut werden. Ja, und deswegen gehe ich jetzt auch schon schlafen und lasst mir doch einen Daumen nach oben da für den mega coolen Tag und dann sieht man sich morgen wieder.